Das Segeln konnte ich dann glücklicherweise eben fortführen, weil auf dem Schiff muss man auch eigentlich im Dunkeln alles machen können. Sie segeln auch sehr, sehr, sehr gerne. Warum ist es so wichtig, an solchen Hobbys festzuhalten? Ja, weil es Spaß macht. Also, weil es Dinge sind, weil es ein Bereich ist, der mir Spaß macht halt und in dem ich auch noch sehr autark mich bewegen kann. Setzt natürlich schon auch voraus, ich habe das angefangen schon von früh an und auch als Sehender habe ich das alles gelernt. Das ist natürlich von enormem Vorteil. Und es ist eben ein Feld, im Unterschied zu anderen, die man für sich selbst beackern kann, indem man sich auch ausleben kann. Dadurch, dass natürlich diese Felder geringer geworden sind, also zum Beispiel bei mir war Sport für mich früher sehr wichtig. Und da gab es Handball, da gab es Tennis und da gab es Segeln. Und aus nachvollziehbaren Gründen ist Handball nicht mehr möglich, gut, nun auch altersmäßig. Bei Tennis wäre es nicht ganz so. Mit Blindentennis habe ich mich noch nicht beschäftigt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Das müsste ich mal machen. Aber das Segeln konnte ich dann glücklicherweise eben fortführen, weil auf dem Schiff muss man auch eigentlich im Dunkeln alles machen können. Also von daher ist das Sehen nicht ganz so von entscheidender Bedeutung wie in solchen Ballsportarten.